Zeitreise ins Jerusalem vor 2000 Jahren. Im Stuttgarter Ostergarten erleben die Besucher die Ostergeschichte hautnah. An den einzelnen Stationen erfahren sie mehr über das Leiden und die Auferstehung Jesu. Heike Zilli hat die einzelnen Szenen geplant und geschrieben. Ich möchte Menschen einladen, dass sie die Geschichte um Jesus, das Evangelium pur erleben. Und die Freude, die ich eben habe, die möchte ich dadurch weiter verkündigen. Uns von ihm reinigen zu lassen. Mir gefällt am besten, die Gemeinschaft mit Jesus im Passamal zu haben. Wenn er die Füße wäscht und wenn man Gemeinschaft mit ihm hat, hat man wirklich das Gefühl, ihm ganz nahe zu sein und auch ein Stück von ihm zu fühlen, zu erleben, was er tut. Der Ostergarten ist in einem ehemaligen Gewächshaus aufgebaut. Mehr als 400 ehrenamtliche Helfer haben die Szenen originalgetreu gestaltet. Jetzt bringen Laienschauspieler den Gästen die Ostergeschichte näher und binden sie direkt ins Geschehen ein. Von der Sonne getrocknet. Wer möchte Nelken riechen? Wunderbar fürs Lammfleisch, fürs Passamal extra frische Ware. Mitfühlen können die Zeitreisenden auch, wenn sie die schweren Kreuzbalken tragen. Der Weg zur Erlösung führt sie über das Kreuz. Nach einer Stunde endet die Reise in die Vergangenheit und die Besucher feiern gemeinsam die Auferstehung. Dieses Jahr ist der Ostergarten bereits ausverkauft. Nächstes Jahr wird er allerdings wieder stattfinden.